Der Land Rover Defender ist eine echte Ikone. Und das nicht nur, wenn wir über das Thema Offroad-Fähigkeiten sprechen, sondern auch, wenn wir über das Design reden. Und vielleicht hat es genau deshalb so lange gedauert, bis Land Rover sich gewagt hat, einen neuen aufzulegen. Doch jetzt ist es soweit. Die Premiere gab es letztes Jahr auf der IAA. Jetzt steht der Defender zusammen mit mir hier in Afrika, denn hier werden wir ihn fahren. Und ich schaue mir jetzt genau an, was er kann, was er Offroad kann, Onroad kann, was er verbraucht, ob er wirklich besser ist als der Vorgänger und vor allen Dingen, ob er immer noch das Zeug zur Ikone hat. Wenn wir über das Thema Materialien und Verarbeitung sprechen wollen beim neuen Defender, dann fällt halt auf, dass Land Rover versucht hat, hier ja, eine Mischung zu schaffen aus hübsch, nett anzusehen und praktisch. Und so finden wir auf Wunsch natürlich viel Leder im Auto, viel Softtouch im Auto, aber wir finden auch Materialien, die ja eher ungewöhnlich sind. Sagen wir zum Beispiel hier den Träger der Instrumente im Armaturenbrett. Das ist im Fahrzeug ein tragendes Teil. Man kann quasi Technik anfassen und der ist zum Teil pulverbeschichtet. Das ist so dieser technische Teil. Dann hat er aber auch hier eine Oberfläche, die fühlt sich so ein bisschen an wie Moosgummi. Das sehen wir hier und das sehen wir auch an den Türen. Wir haben hier in der Tür Dinge, die aussehen wie ein bisschen wie Carbon. Was ich sehr schön finde, wir haben hier offenliegende Sternschrauben, also auch da wieder so ein bisschen die Technik zum Anfassen. Alles ja so ein bisschen robuster, ein bisschen weniger schick und bling bling, einfach mehr Auto, mehr Charakter und das ist eben was, was man vom Defender einfach erwartet. Damit der neue Defender ein würdiger Nachfolger seines legendären Vorgängers wird, haben sich die Designer einiges einfallen lassen, um so dieses Defender-Feeling immer noch zu transportieren. Er ist, wie ich finde, noch kantig genug, aber auch schon wieder rund genug, um modern zu sein. Das muss er auch. Ein Grund dafür ist natürlich das Thema Aerodynamik. Und da geht es eben nicht, wenn wir mit dem Kühlschrank unterwegs sind. Das muss ein bisschen moderner werden. Ich finde, das haben sie gut gelöst. Der Kompromiss ist meiner Meinung nach gelungen. Wenn wir uns die Front anschauen, wir haben zum Beispiel hier diese schönen eckigen Armen für die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer übrigens serienmäßig immer in LED-Ausführung. Ab der Ausstattungslinie HSE gibt es die sogar in Matrix-LED-Ausführung. Dann natürlich den großen Defender-Schriftzug an der Front und hier drunter ein optionales Extra, diesen Rammschutz vorne und auch eine Seilwinde im Auto, leider optional und aufpreispflichtig. Darunter finden wir einen schönen, vernünftigen Unterfahrschutz, wie er aussehen soll, um das Auto wirklich Offroad-tauglich zu machen. Und eine Sache, die mir auch beim alten immer sehr gut gefallen hat, hier oben diese Riffelbleche eingesetzt auf der Motorhaube, finde ich sehr rustikal, ist hier leider Plastik. Das liegt nicht daran, dass Land Rover das Alu zu teuer ist oder zu schwer, sondern es liegt einfach daran, Unfallschutz, denn wenn diese Dinger sich lösen, sind das Alu, dann werden daraus echte Klingen, ist heute nicht mehr gestattet. Dann, was mir auch sehr gut gefällt von vorne, wenn ich mir das Auto insgesamt anschaue, das wirkt sehr breit, sehr massiv und das liegt hier an diesen Rathausverbreiterungen, die dem Auto einfach von vorne nochmal richtig Kraft geben. Dass der neue Defender perfekte Voraussetzungen für alle anstehenden Abenteuer bietet, kann man bereits beim Blick auf die nackten Zahlen erkennen. Neben einer Bodenfreiheit von fast 30 cm und einer Wahrtiefe von 90 cm bietet er einen Böschungswinkel vorne von 38 Grad und hinten von 40. Die maximale Anhängelast beträgt 3,5 Tonnen und es kann bis zu 900 Kilogramm zugeladen werden. Zudem punktet der Defender mit Dachlasten von bis zu 300 Kilogramm statisch und 168 Kilogramm dynamisch. So, wir sind jetzt auf einer Strecke, die nennt sich Wanzil Path. Das ist eine Strecke, die von einem Holländer entdeckt oder entwickelt wurde. Und hier heißt es wirklich Offroad fahren. Wir fahren aktuell in Low Range. Auto ist ganz hoch gepumpt. Das heißt, wir haben die volle Bodenfreiheit. Und jetzt kommt das, was ich Offroad nenne. Wo wir uns übrigens auch einig sind, dass wenn man hier so durch den Busch fährt, dass wir sehr froh sind, dass es nicht unser Auto ist, mit dem wir unterwegs sind. Denn ich möchte hier den Lack hinterher nicht polieren müssen. Ich denke, da ist diese aufpreispflichtige Folierung eventuell doch eine gute Idee. Was man jetzt wirklich merkt, ist, dass wir hier vernünftige Sitze im Auto haben, denn die bieten nicht nur genug Komfort, sondern auch ordentlich Seitenhalt. Und das kommt hier auf diesen Strecken unserem Rücken wirklich zugute. Wie modern ist der Defender eigentlich im Innenraum? Serie heißt beim Defender klassische Rundinstrumente mit einem kleinen Display in der Mitte. Funktioniert grundsätzlich gut und sieht auch wirklich gut aus und passt auch zum Auto. Aber sobald man eben die etwas höhere Ausstattungslinie wählt, gibt es hier ein 12,3 Zoll voll digitales Cockpit. Außerdem gibt es im Fahrzeug einen 10 Zoll großen Touchscreen fürs Infotainment. Es gibt im Fahrzeug dazu zwei voneinander unabhängige SIM-Karten, die einfach für die Konnektivität sorgen, damit das Auto immer on ist und damit zum Beispiel während ein Update over the air eingespielt wird, das Fahrzeug trotzdem noch sauber funktioniert. Also von daher viel moderner geht es eigentlich nicht. Ja, was man hier sehr schön merkt beim Berg runterfahren, ist eben, dass wir
mit dem Programm, das wir aktuell nutzen, eben auch den sogenannten Downhill Assist, also den Bergabfahrassistenten aktiv haben. Das heißt, der Wagen hält schön die Geschwindigkeit beim Berg runterrollen, müssen also hier nicht bremsen. Der hält den Wagen einfach so im, sag mal, auf einem Niveau, dass nichts passiert. Und wenn ich ein bisschen schneller fahren möchte, kann ich es deshalb mit dem Gas geben, einfach übersteuern. Für den Land Rover Defender gibt es zum Marktstart vier unterschiedliche Antriebe, nämlich zwei Diesel. Das ist der sogenannte D200 mit 200 PS oder D240 mit 240 PS, beides 4-Zylinder 2-Liter Aggregate. Dann gibt es noch zwei Benziner, und zwar einmal den 4-Zylinder 2-Liter, das ist der sogenannte P300, logischerweise 300 PS, und etwas Neues, nämlich ein 3-Liter 6-Zylinder, und zwar einen Mild Hybrid, und der liefert dann stattliche 400 PS. Wichtig bei den Fahrzeugen, immer mit an Bord ist Allrad. Natürlich, wir reden von Land Rover, und immer mit an Bord ist eine 8-stufige Automatik. Was wir hier auf dem Stück richtig testen können, ist, was der Defender wirklich kann. Für alle, die meinen, das wäre ein weichgespültes Auto, hier beweisen wir das Gegenteil. Was jetzt gerade passiert ist, ich fahre hier rein nach den Anweisungen des Instructors. Also ich gucke gar nicht, wo mein Auto sich hinbewegt, sondern fahre nur nach dem Instructor, der mir zeigt, wie ich zu lenken habe und wie ich zu bremsen habe. Eine Definition des Defenders ist, er ist dein allerbester Freund, und ich denke, das wird er an dieser Stelle zeigen, denn normalerweise müsste ich hier zu Fuß runter. Es ist tatsächlich spannend, wie gut man und sicher man hier runterfahren kann, wenn man sich auf die Jungs verlässt, weil die wissen, was sie tun. Und dann macht auch Offroad-Fahren Spaß, weil einfach nichts passiert, außer dass man Offroad fährt. Wenn ich mir die Seite vom Defender anschaue, dann fallen mir erstmal diese Beplankung auf. Am Rathaus und an der Seite vom Fahrzeug richtig Offroad pur. Außerdem wichtig, ja, der hat relativ große Räder, denn serienmäßig hat er bereits 18 Zoll Stahlfelgen an Bord. Die gehen aber hoch auf Wunsch bis zu 22 Zoll kann man bestellen. Ich finde allerdings diese weißen Stahlfelgen richtig gut, denn zum einen erinnern sie mich an den Ur-Defender und zum anderen stehen die auch dem neuen. Richtig klasse. Wenn ich dann weiter gucke, dann fällt das hier auf. Leider Zubehör, leider optional, das ist kein Rüssel. Für die 90 cm Wartiefe braucht er das nicht. Das ist extra für uns hier in Afrika bei dem trockenen, staubigen Boden, dass wir nicht so viel Staub anziehen bei der Luft. Denn die Luft wird hier von hinten angesaugt. Hat einen großen Vorteil, wenn man hier fährt. Ansonsten die Seite, ja, ich würde mal sagen, für mich typischer Defender-Look. Und ganz wichtig, es gibt für das Auto unterschiedliche Pakete. Und dann kriegt ihr Sachen wie den Dachträger hier oben mit Reserverad, wie die Leiter hier an der Seite, die man einstellen kann. Wie zum Beispiel hier oben auch die extra Bretter, um wieder sich aus dem Sand zu befreien. Das sind aber separate Pakete, die führe ich euch jetzt mal kurz auf, damit ihr mal sehen könnt, was kostet welches Paket und was bietet das. Und ganz wichtig, das Auto soll ja, ja, Offroad fahren können. Dafür gibt es eben nicht nur an der Front und am Heck extrem kurze Überhänge, sondern auch bei unserem Fahrzeug hier 29,3 cm Bodenfreiheit. Wichtig, dafür braucht ihr das Luftfederfahrwerk. Das ist bei der kurzen Version aufpreispflichtig, bei der langen Version serienmäßig mit an Bord. So, jetzt wird es wirklich fies. Das ist wirklich so ein Untergrund. Da möchte ich jetzt kein Reifen sein. Was wir jetzt gerade nutzen, ist das Kamerasystem hier. Denn der Instructor hat uns den Tipp gegeben, indem er sagte, macht mal die Kamerasysteme an, und dann seht ihr vorne die Räder, und zwar rechts und links davon, was gerade da ist, weil hier relativ viele spitze, hohe Steine sind. Und wir sollen da mit der Lauffläche des Reifens drüber und nicht mit der Kante dran, weil die schneiden uns die Räder auf. Und ein ganz guter Tipp war, dass er sagte, und stellt euch die Rückspiegel so ein, dass ihr die Hinterräder seht, denn die vergisst man gerne. Für den neuen Defender gibt es drei unterschiedliche Lösungen hier für die Mittelkonsole. Die einfachste ist natürlich die ohne Mittelkonsole. Dann gibt es die, die wir hier sehen. Das ist eine Standard-Mittelkonsole mit einem großen Fach in der Mitte. Da gibt es sogar einen Kühlschrank, habe ich gesehen. Und es gibt eine Version, die mir besonders gut gefällt. Und das ist die mit dem Notsitz, den man hier runterklappen kann. Dann hat man einen Becherhalter oder man klappt ihn hoch und hat vorne die Möglichkeit, sogar zu dritt zu sitzen. So, jetzt kommt der härteste Teil unserer Tour. Und dafür habe ich hier im Terrain Response den sogenannten Modus Felsenkriechen aktiviert. Denn jetzt wird es steinig und geht bergab. So, jetzt wie immer auf den Instructor hören und hoffen, dass es gut geht. So. Man kann richtig fühlen, wie das Auto arbeitet. Ganz spannend ist, wenn man hier fährt, man merkt eigentlich gar nicht, wie schwierig das Gelände wirklich ist, weil das Auto so viel aus- und einfedert. Das sieht von außen deutlich spektakulärer aus, als es sich von innen anfühlt. Und hier kann man schön sehen, was passiert, wenn man nicht auf den Instruktor hört. Ich finde, ein wichtiger Teil von so einem Defender ist einfach dieses sich wohl und sicher aufgehoben fühlen. Und das liefert er hier wirklich.
So, jetzt steht uns wieder ein Stück bergauf bevor, ein bisschen steiler, und jetzt kann der Defender wieder mal zeigen, ob ein echter Defender auch in dem neuen steckt. Immer noch in Low Range unterwegs und immer noch das Fahrwerk komplett hochgefahren. Und der geht hier über die Dinger drüber, als wäre das alles gar nichts. Ist echt krass, wie der hier hochkrabbelt. Es wirkt alles so einfach mit dem Auto. Aktuell fällt es mir wirklich schwer, was zu finden, was ich an dem Auto nicht mag. Wenn wir uns das Heck des Defenders anschauen, das ist für mich so eine Mischung aus neu und alt. Wir haben zum einen hier die Grafik der Heckleuchten. Sehr modern interpretiert, aber durch die Form wieder so eine Erinnerung an die Tagfahrlichter von vorne. Und ich finde, sehr gelungen. Dann eine Sache, die typisch Defender ist, neu wie alt, ist diese Form hier. Der Schwung, diese ausstehende Schulter. Das haben wir auch beim ursprünglichen Fahrzeug schon gesehen. Ein bisschen moderner interpretiert, aber es passt für mich immer noch. Dann, was sein muss beim Defender, die Heckklappe geht zur Seite auf und gibt den Blick frei auf den auch ganz ordentlichen Kofferraum. Dazu aber später mehr. Und natürlich gibt es, damit wir die Rampenwinkel haben, die wir brauchen beim Offroader, das Reserverad auf der Heckklappe. Und ich finde, wenn man sich das Auto von hinten insgesamt anschaut, dann kann man ganz klar sehen, der kommt überall hin. Der Defender 110 bietet hinter der zweiten Sitzreihe ein maximales Ladevolumen von 1075 Litern. Klappt man die Sitze um, stehen bis zu 2380 Liter zur Verfügung. Beim Siebensitzer fallen die Werte zwar etwas geringer aus, dafür bietet er aber hinter der Reihe 3 noch immer 231 Liter Stauraum. Ich bin jetzt aktuell gerade in dem Diesel unterwegs. Das ist ein 2 Liter Vierzylinder Turbo. Und der liefert 240 PS, 430 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist hier gekoppelt wie alle neuen Defender übrigens mit der 8-stufigen Automatik. Und das ist wirklich ein sehr schönes Paket. Der Wagen fährt sich richtig gut. Wir haben natürlich auch Allrad an Bord. Gibt mehr als genug Leistung ab, um wirklich Spaß mit dem Auto zu haben. Selbst hier auf sehr losem Sand ein absolutes Vergnügen, den Wagen zu fahren. Kann ich nur empfehlen, es gibt wirklich keinen Grund fürs normale Fahren, selbst fürs etwas sportlichere, auf den Benziner umzusteigen. Obwohl natürlich 3 Liter und 400 PS eine etwas andere Hausnummer sind. Wie man übrigens gerade auch sehr schön merken kann, im Auto, wenn der Untergrund stimmt, ist es extrem leise. Und das sorgt eben auch dafür, dass mehr Vergnügen ist und der Wagen einfach komfortabler rüberkommt. Natürlich gibt es hier im Defender auch ein Infotainment der modernsten Art. Das ist nicht nur ein großer Touchscreen, sondern dahinter steckt eben ein modernes Satellitennavigationssystem, ein vernünftiges Radiosystem. Selbstverständlich kann ich hier Apple CarPlay und Android Auto nutzen, um meine Mobilgeräte zu verbinden. Und ich finde im Auto auch sowohl USB-A wie auch USB-C Schnittstellen, um das Fahrzeug mit den Mobilgeräten zu verbinden und sie auch zu laden. Und ich finde, das, was sie hier beim Defender geschafft haben, ist so ein bisschen die Verbindung aus dem alten, urigen Offroad-Fahrzeug und der modernen Welt, wo jeder mit jedem vernetzt ist. So, wir fahren jetzt hier gerade so auf so einer Mischung aus Schotter und Stein. Und hier gucken immer mal wieder so ein paar Spitzen raus, die der Lauffläche des Reifens nicht wirklich was antun können, aber an der Seite. Wenn sie den Reifen da treffen, dann wird es sehr schnell sehr eklig. Und deswegen haben wir jetzt mal einen kurzen Zwischenstopp gehabt, unfreiwillig, denn ein Reifen hat es bereits erwischt. Aber zum Glück nicht an unserem Auto. Was uns hier übrigens hilft, das ist dieses sogenannte Clearside Ground View oder auch die transparente Motorhaube. Das heißt, wir haben eine Kamera, die uns hier auf dem Display zeigt, wie sich die Räder auf welchem Untergrund bewegen. Und so kann man ganz genau sehen, was ist gerade vor und neben den Rädern. Das hat große Vorteile, wenn man Zeit hat, dahin zu schauen. Aber bei einer Geschwindigkeit wie jetzt mit 20 Kilometern pro Stunde ist es eigentlich schon nicht mehr nutzbar. Das ist eher was fürs ganz langsame Fahren, wenn man wirklich genau darauf achten muss, wo man gerade den Reifen hat. So, jetzt geht es für mich hier wieder schön den Berg runter. Eine schöne, etwas verwundene Piste. Und jetzt können wir schön den Bergabfahrassistenten nutzen und können hier über den Cruise Control Button die Geschwindigkeit einstellen, die der Wagen fahren soll. Dann hält er die automatisch. Funktioniert. Wir sind jetzt hier im Skeleton Coast Nationalpark. Und das ist eine Ecke, in die man nicht so oft reinfahren darf. Aber was hier richtig schön ist, wir haben Wüste, und zwar Sandwüste. Und wie man hier sieht, zum Teil relativ fester Boden, gar kein Problem für unseren Defender, aber ein Stück weiter runter, richtig loser Sand. Und da haben sich nicht nur die anderen, sondern auch wir mal kurzerhand festgefahren. So, flat neutral and lifted into low range. Did you hear what David said there, Alex? Yeah. So again, just creeping just to get onto the ladder. Cool, you're on, stops up. So, when you're ready. So, you mean push it, yeah, yeah. Instantly. Go. So, Vollgas heißt es. Wir kommen
in Schwung, wir kommen in Schwung, wir kommen in Schwung. Ja. That's it, just keep going now. Back up to your left. Keep going, keep going. Jetzt haben wir den Schwung, den wir wollen. Okay. Jetzt können wir wieder zurück in den Track und können zum anderen fahren. Ganz langsam behalten, weil sonst haben wir wieder Reißsand vom Reifen und jetzt feste Bremsen. Hat funktioniert. Lucky, lucky. Während unserer Fahrt durch den Skeleton Coast Nationalpark folgten wir die meiste Zeit einem fast komplett trockenen Flusslauf. Der Untergrund ließ zeitweise relativ hohe Geschwindigkeiten zu und so machten die Wasserdurchfahrten gleich noch einmal so viel Spaß. Was übrigens beim Auto ganz massiv auffällt, vor allen Dingen hier auf diesen schnellen Sandpisten ist, egal ob ich jetzt die Stabilitätsprogramme anhabe oder nicht, der Wagen geht gerne leicht in die Drift und viel wichtiger für mich ist, er ist extrem einfach und sauber wieder einzufangen, ist wirklich sehr, sehr gut und sehr sauber zu fahren. Das heißt, er ist immer perfekt kontrollierbar. Ich habe jetzt mal angehalten, denn das, was jetzt kommt, ist mir beim Defender extrem wichtig, denn bisher hatte ich im Defender null Platz. Ich war mit den Knien im Armaturenbrett, ich habe nicht gerade sitzen können, ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin in der Konservendose gefangen. Und das ist komplett anders. Ich sitze jetzt ganz normal in diesem neuen Defender und wie ihr sehen könnt, bequem. Ich habe Platz, ich habe nach oben fast 10 cm Kopffreiheit über. Ich habe Schulterfreiheit, wobei ich hier schon gegen die B-Säule komme, aber immer noch total bequem sitze. Und ich bin nicht schmal, bin 1,95 groß. Richtig viel Platz. Ich habe hier in der Mitte noch diesen Notsitz bei unserem Auto, den man hochklappen kann, der aber, obwohl er eben vollwertiger Sitz ist, keinen Platz wirklich wegnimmt, den ich sogar als sehr bequeme Armauflage empfinde. Zusätzlich habe ich hier die Becherhalter. Vorne ist das ein wirklich bequemer Platz. Wobei, und das finde ich ganz spannend, auch in diesem Auto sitzt man genau wie im alten Defender relativ weit außen. Also man hätte deutlich mehr Platz für Fahrer und Beifahrer schaffen können, wenn man weiter in die Mitte gerückt wäre. Hat man aber nicht gemacht, man ist der Sache treu geblieben. Fahrer und Beifahrer sitzen außen. Jetzt natürlich die Frage bei dem 1.10er, wie sieht es eigentlich hinter mir aus? Und das probieren wir jetzt aus. Ich steige aus, verstelle meinen Sitz nicht und steige hinten wieder ein. So, Tür zu. So, Staub hinten wieder rein. Wir sehen könnt den Griff zum Reinklettern. Und hier gleiches Spiel wie vorne, Schulterraum ohne Ende, Kopffreiheit reichlich, Knieraum locker 5 cm und ich sitze hinter mir. Das wäre im Defender vorher völlig unmöglich gewesen und damit wird diese lange Version vom Defender tatsächlich zu einem Auto für eine Familie. Ist plötzlich nicht mehr nur Showcar oder Offroader, sondern wirklich ein praktisches Auto, das jeder, selbst mit 2 oder 3 Kindern, problemlos nutzen kann. Deinen Kofferraum gibt es noch oben drauf. So, jetzt darf ich den Defender endlich mal auf der Straße fahren, denn dass er Offroad kann, das haben wir bereits mehrfach ausprobieren dürfen. Und hier verhält er sich um Längen besser, als ich es zunächst erwartet habe. Der Wagen ist schön ruhig. Das Einzige, was wir hören aktuell, sind Abrollgeräusche von den Rädern auf dieser sehr rauen Straße und mit den grobstolligen Reifen. Völlig normal. Ansonsten ist er super leise, der Motor ist schön gekapselt. Und ganz wichtig, der liegt einfach gut auf der Straße. Die Lenkung ist präzise genug, um den Wagen vernünftig und auch mal ein bisschen agiler zu fahren. Und das Einzige, was er noch hat, wo es so ein bisschen mich an den alten Defender erinnert, ist, wenn ich versuche, das Auto aufschaukeln zu lassen, der neigt sich schon noch ein bisschen, aber fühlt sich irgendwie gut an. Das passt einfach zum Auto und gibt einem nie das Gefühl, irgendwie einen Hauch von Unsicherheit zu haben. Einfach nur auf der Straße. Richtig gut. Ich denke, da ist dann ganz klar der größte Schritt passiert. Und jetzt kann man mit dem Auto eben auch entspannt auf Asphalt unterwegs sein. Beim Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme lässt der Defender nichts vermissen. Immer mit an Bord sind unter anderem ein 3D-Surround-Kamerasystem, eine Anfahrhilfe, ein Anhängerstabilitätsprogramm, der Aufmerksamkeitsassistent, ein autonomer Notfallbremsassistent, sowohl Bergabfahr- wie auch Berganfahrhilfe, eine 360-Grad-Einparkhilfe, ein Tempomat, ein Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung mit adaptiver Geschwindigkeitsbegrenzung sowie das Weight-Sensing-System für Wasserdurchfahrten. Optional kann die Liste der Systeme durch aufpreispflichtige Pakete und einzelne Komponenten nach Belieben noch erweitert werden. Mal ein paar kurze Worte zum Verbrauch. Wir sind sowohl den Benziner gefahren mit 400 PS, den Mild Hybrid, als auch den 240 PS Diesel. Und wir haben bei beiden Autos natürlich nicht die angegebenen Werte erreicht, wenn wir über das Thema Verbrauch auf 100 Kilometer reden. Denn wir sind fast ausschließlich Offroad gefahren und da braucht so ein Auto einfach gerne mal 2 oder 3 mal so viel, wie man es normalerweise auf der Straße
verbrennt, sag ich mal. Und bei dem Diesel, den wir jetzt gerade fahren, ist es so, der ist angegeben mit 7,6 Liter auf 100 Kilometer. Davon waren wir weit weg. Wir haben halt während der Offroad-Fahrten eher so 13, 14 Liter gebraucht und im richtig harten Gelände auch nochmal deutlich mehr. Ich denke aber, wenn man den Wagen normal jeden Tag fährt, dann sollte man sich auf irgendwas einstellen, das wahrscheinlich so um die 10, 11 Liter liegen wird. Mehr sollte der Diesel eigentlich nicht brauchen. Das war meine recht ausführliche Probefahrt im neuen Land Rover Defender. Wir sind jetzt hier durch Afrika gefahren, fast 800 Kilometer und eigentlich nur Offroad. Und mich hat das Auto komplett überzeugt, denn im alten Defender hatte ich keinen Platz, den habe ich hier. Im alten Defender hatte ich keinen Fahrkomfort, den habe ich hier. Im alten Defender hatte ich keinerlei Dynamik auf der Straße, die habe ich hier. Und dann kommt natürlich noch das Thema, ist das immer noch ein echter Defender? Und da kann ich nur sagen, ja, der alte Defender war mehr als nur ein Auto. Der alte Defender, der fährt nicht nur von A nach B. Der alte Defender ist ein Hingucker, ist eine Ikone. Und der alte Defender hat viele, viele andere Dinge, die ihn zu dem Auto gemacht haben, das so beliebt ist. Und ich bin der Meinung, der neue Defender bietet einen ganz, ganz großen Teil genau dieser Aspekte, wie wir sie vom alten kennen und wie die Menschen sie auch lieben gelernt haben. Hier kommt aber eben noch ein bisschen was dazu und dafür fällt ein ganz kleiner Teil weg. Und das ist eben dieses, was die, sag mal, Hardcore-Defender-Fans unbedingt wollen. Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt. Ja, er hat keine mechanischen Sperren mehr. Ja, er hat keine mechanische Sperre, vor allem an der Vorderachse mehr. Dafür kann ich den aber wirklich auf der Straße endlich fahren. Und ja, da wird ein Großteil von diesen Autos sich bewegen, denn der macht wirklich Spaß und bietet jetzt Platz auch für eine ganze Familie. Und für mich ist und bleibt ein echter Defender. Und ganz wichtig, während unserer Fahrt haben wir dem Auto alles Mögliche zu fressen gegeben. Wir sind gefahren auf Asphalt, wir sind gefahren auf Stein, auf Schotter, wir sind gefahren auf Kies, auf weichen Sand, auf festem Sand, durchs Wasser, durch Busch, überall mit dem Auto. Und er hat das Ganze nicht nur gefressen, der hat das auch noch gekaut und verdaut. Und das ist für mich das, was ein Defender ausmacht. Denn der kommt, genau wie sein Vorgänger, überall durch und damit kommt ihr überall an.